Die FCB-TV News werden Ihnen präsentiert von bwin. Die FCB-TV News heute aus Hamburg, wo die Mannschaft auf dem Weg zum Flughafen noch eine Trainingseinheit absolviert, beobachtet unter anderem vom Sportvorstand Matthias Sammer. Herr Sammer, guten Morgen zunächst. Welchen FC Bayern München sehen Sie denn im Moment? So einen, wie Sie sich ihn in etwa vorstellen? Ja, wir müssen wirklich der Mannschaft ein großes Kompliment machen, weil natürlich auch das Spiel gestern beim HSV mit den ganzen Vorberichten und der ganzen Situation muss ja erst einmal dann seriös fokussiert, seriös gespielt werden, und das hat die Mannschaft eigentlich von Anfang an getan. Natürlich waren in den Anfangsphasen auch der ein oder andere Fehlpass mal dabei, aber wir haben speziell nach hinten alles sehr, sehr gut organisiert und kontrolliert, und die Mentalität ist beeindruckend, der Hunger ist da bei allen, und jetzt geht es ja auch immer mehr in die entscheidenden Spiele, und die Mannschaft ist auf dem richtigen Weg, muss aber jeden Tag neu wieder bewiesen werden. Zählt also in zwei Tagen schon wieder neu. Da geht es in der Bundesliga weiter. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel gegen den SC Freiburg. Eine der beiden Mannschaften, die es geschafft hat, zumindest einen Punkt zu holen bisher gegen den FC Bayern München in der Liga. Motivation genug für die Mannschaft, für unsere Mannschaft? Ja und nein. Wir haben damals kurz vor Schluss einen taktischen Fehler gemacht und dadurch ist das 1-1 zustande gekommen. Vorher haben wir den Sack nicht zugemacht. Auf der anderen Seite haben wir immer gesagt, dass wir unsere eigene Entwicklung, unsere eigene Stärke immer aus der eigenen Situation versuchen zu analysieren. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel wieder für uns, ein Punktspiel. Wir wollen auf keinen Fall, dass sich Abstände irgendwie verringern. Wir sind hungrig, dass sie sich eher vergrößern. Und natürlich insgesamt in dem Zusammenhang auch zu sehen, dass wir im Rhythmus bleiben, dass der ein oder andere noch mehr in den Rhythmus kommt, sodass wir dann immer wieder auch alle Spieler zur Verfügung haben. Das ist einfach ein besseres Gefühl. Über Arsenal schlage ich vor, reden wir nach dem Freiburg-Spiel. Ein Blick vielleicht abschließend in den April. Halbfinale, gestern die Auslosung, ein Heimspiel gegen Kaiserslautern, ein Los, das schlimmer hätte kommen können? Selbstverständlich, und dementsprechend sind wir happy, dass wir ein Heimspiel haben. Die Auslosung selber, natürlich die anderen beiden Gegner sind erstmal nominell stärker einzuschätzen wie Dortmund und Wolfsburg. Was hätte möglich sein können? Nur, das fragen sich die Leverkusener gerade auch, die mit diesem Heimspiel wahrscheinlich für sich auch eine Möglichkeit gesehen haben, zumindest erstmal ins Halbfinale einzuziehen. Ich habe da auch gehört, das Ziel ist Berlin und Pokalsieger zu werden, und dementsprechend geht es immer in diesem Beruf Tagesarbeit und es geht immer um Seriosität, und wenn die Arbeit getan ist, dann kann man auch mal die Füße hochlegen, ein Glas Rotwein trinken oder was der ein oder andere gerne beköstigt, und dementsprechend immer wieder Anspannung, Entspannung, aber meine Erfahrung ist, Tagesarbeit immer wieder gut zu machen und dann kommen die Ergebnisse von allein. Auch wenn es noch ein bisschen dauern würde mit dem Rotwein, bis die endgültigen Ergebnisse feststehen. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Matthias Sammer. Dankeschön. Danke. We'll be right back.